Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Yes. Ja, heute letzter Tag in Italien. Wir genießen das Wetter nochmal, es ist super schönes Wetter, blauer Himmel, warm. Wir fahren nochmal eine kleine Runde und ja, sind jetzt hier schon irgendwelchen Gassen wieder und wollen einfach gucken, wo wir rauskommen. Heute wieder Ziel, wir wollen ein bisschen Richtung nach oben einfach. Einfach mal wieder bergauf. Oh, ist das schön mit dem Flug hier. Ach Mensch, also irgendwie bin ich schon traurig, aber irgendwie freue ich mich auch schon wieder nach zu Hause. Ja, freue mich bis auf das eigene Heim, auf meinen Rasen zu Hause, den Garten. Ja, ich auch. Und das Bett. Boah, guck mal, es wäre krass, da hochzukommen oben, wo der Rasen ist, auf die Kuppe da. Oh ja, lass uns mal probieren. Leute! Hier waren wir vor 2 Jahren, als Hector seinen Unfall gemacht hat. Hatten wir da oben, können wir ja mal auch vorbeifahren. Wir müssen so da hoch, oder? Stimmt, ja. Hatten wir genau hier unser Haus, unsere Villa mit dem Pool, falls euch erinnert. Die geile Villa, wo ich genau einen Tag war und danach war ich im Krankenhaus die erste Zeit. Ich habe nichts davon mitbekommen. Das war so die geile Bude. Alter, das war so nice. Hier so Tiefgarage, da drüber der Pool. Das war schon cool. Oh, die war echt schön. Jetzt hier mal hoch zu bergen, ich weiß ja nicht. Das war eine richtig geile Abkürzung hier. Ja, hier ist auf jeden Fall mal hoch. Ja, guck mal, sehr gut. Oh, ein Hund. Hoffentlich frisst er mich jetzt nicht. Oh. Oh, Alter. Oh. Ah, die rennt hinterher, ne? Ich weiß. Was soll ich jetzt machen? Schatz, ich weiß das auch nicht. Schatz! Oh Gott, jetzt stehen sie bei mir. Fall einfach los und lehn deine Beine hoch, dass sie dir nicht beißen. Du bist so. Oh Gott. Scheiße. Das ist mega gefährlich. Ne? Ja, das hatten wir doch in Rumänien auch. Ja, in Rumänien, Rumänien hatten wir es auch. Ja, okay. Ja, das ist ja nachher wieder vorbei, ne? Ja, scheiße. Hallo, wieder Wanderer. Wie komisch kommt. Oh, ich freue mich schon wieder. Scheiße, Alter, das war richtig knapp. Man weiß halt nie, wie die drauf sind hier runter, ne? Ja, ich hoffe, dass es diesmal nicht wieder eine Einfahrt wäre, hochfahren. Nee, da war eigentlich noch ein Schild. Ich glaube nicht. Oh. Und es geht wieder los. Alter, das ist auch super steil wieder. Oh, Hinterreifen dreht durch. Nein, komm. Scheiße! Oh, Junge, was? Der Weg. Was passiert jetzt hier? Oh, Scheiße! Hilfe! Junge! Gas! Scheiße! Die zeigen uns, wie wir durchfahren. Junge, der Weg ist ja noch krasser als das letzte Mal! Alter! Ey, ich weiß nicht, ob das so gut ist, hier hoch. Ich weiß auch nicht. Ey, das ist jetzt zu Fuß sogar schon ein krasser Weg. Schon wieder so eine Aktion. Oh. Mann, wie sehen meine Felgen aus? Sind schon wieder im Arsch. Scheiße. Oh. Ditscher. Oh, super. So, hinstellen, Leute. Immer schön stehen, in Ruhe fahren. Genau. Oh, ich muss erst mal. Und los geht's. Hast du was gesehen, wie weit es noch ging? Nee. Scheiße. Was passiert jetzt hier? Boah. Hilfe. Geht das da? Oh, meine Karre kocht halt über. Meine auch. Ey, das ist jetzt echt dolle hier. Ich weiß nicht. Also das ist jetzt schon echt, da wird's echt steil. Und das Problem ist halt, dass wir richtig große Steine haben. Okay. Und da zerhaust du jetzt so schnell jetzt die Felgen und alles. Okay. Ah, Mann, ich weiß nicht. Ich will nicht schon wieder umdrehen hier. Ah. Und wie weit ging das da hoch? Ey, noch viel, viel weiter, aber es wird nachher so krass, wie wenn du zum Klettersteig hochgehst. Mega schmal, weil so solche Felsstufen und sowas, riesige Steine. Oh. Also wenn Enduro wäre anstrengend hochzukommen, mit der Supermoto ohne sie komplett kaputt machen. Geht nicht. Nee. Schade. Oh, da kommt auch wieder ein anderer. Hoffentlich sagt er jetzt nichts. Not the right motorcycle for this here. An old man.
Motocross. Ah. Yeah. Ah, nice. It's very nice. Yeah, we ride motocross too. Yeah. 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 Husqvarna. Husqvarna too. Husqvarna too. Good luck. Yeah. Bye. Bye. Ey, wie cool war der? Wie geil, wie cool nett. War das bitte? Ja, da, ihr habt's gehört, da oben geht's keine nicht Chance mehr. Er ist Motocross-Fahrer gewesen und dass er sagt, dass da oben, das wird zu heavy. Schade. Wir haben es wieder versucht, wir haben unser Bestes gegeben, aber wir geraten jedes Mal auf irgendwelche absurden Wege. Ja, das kann man halt in Italien nicht so richtig machen. Nee, mal so eben irgendwo hochfahren, musst du schon wissen, welche Straße bis nach oben führt. Und dann genau. So, weißt, wenn wir jetzt ein paar Meter irgendwie Schotterweg wären, so ein bisschen Wanderweg, so ja, gar kein oder Thema. So, wenn das aber so das bleibt, hier ist jetzt schon echt. Ja, aber selbst wenn es so bleibt, wäre ja auch noch in Ordnung. Ja, aber wenn es da Steilwände und so. Nee. Ach, dann nehmen wir irgendwann mal unsere Enduros mit, Schatz, und dann machen wir das mal mit den Enduros. Ja, also, das heißt es nur. Irgendwie wenden. Hier wieder ein bisschen rum. Oh, fuck. Oh, Scheiße. Au. Alles gut? Au. Ja. Geht das? Ja, warte. Ich würde dir gerade helfen, aber. Wow, mir kippt das gleich auch gerade zu. Oh, abnormale Herzsequenz. Ich sterbe gleich. Spaß. Oh, aua, voll weggerutscht. Und dann noch das Bike auf mich drauf. Deswegen macht man sowas niemals alleine, Leute. Ja, Leute, Enduro fahren oder sogar so ein Kram. Immer zu zweit. Dass man helfen kann. Aber stell dir vor, Leute, Victor wäre jetzt nicht hier gewesen und ich wäre nicht rausgekommen, weil das Bike zu schwer ist oder Bein angebrochen, geprellt, solche Schmerzen, dass du es nicht hochkriegst. Es wird ja richtig steil hier. Hier ist es auch richtig steil jetzt. Ciao. Gibt halt auch noch entspannte Leute. Oh nein, gleich wieder bei den Hunden vorbei. Jetzt kommen die Hunde wieder. So. Hier kommen die beiden Hunde jetzt. Ach so. Die waren hier. Hier? Oder? Ja, stimmt. Oder? Oh, weg sind sie. Ja, Leute, wir haben es leider nicht ganz hoch geschafft, aber ja, das wäre auch zu krass gewesen, da die Steilwände hoch. Machen wir das nächste Mal, wenn wir den Durus mit haben. Okay. Nächstes Mal schaffen wir das safe. Genau, habe ich richtig Bock drauf. Und genau, ich würde sagen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unser letzter Motovlog hier am Gardasee. Und ja, wir düsen jetzt hier noch ein bisschen rum und fahren dann auch nach Hause. Dann geht's jetzt noch am Packen und dann fahren wir schon zurück. Dann geht's nach Hause. Ganz wichtig, Leute, kauft Merch! Kauft Merch, genau, kauft Merch. Und ja, lasst gerne einen Kommentar.